Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Pizza Connection 3. Ja, wir haben die Kapitel Europa und Australien abgeschlossen. Und jetzt geht's rüber nach Amerika. Genau, wir sind sehr gespannt. Vielleicht erfahren wir etwas mehr über unseren Vater. Also diese Familienverhältnisse hier in Pizza Connection 3 sind ja ein bisschen verschachtelt und nicht nachvollziehbar, ein bisschen verwinkelt. Also, naja, was soll man jetzt letztendlich glauben? Dann kam diese Fake-Tante aus Australien noch dazu, ne, was ja von der Konkurrenz so eine Masche war. Dann, naja, dieses Thema mit diesem Dumping und so. Aber gut, also ich blick so langsam nicht mehr mit der ganzen familiären Schickimicki und so, ne, aber okay. So. Sehr geehrter Herr Montago, ich würde mich freuen, Sie als neue Konkurrentin? Okay. Also hier scheint nicht nur die Sprachausgabe zu fehlen, sondern auch lass mal das. Ich möchte jetzt keine Gender-Diskussion lostreten. Das hatten wir zu Genüge vor kurzem in den Gazetten, in der Presse, vor Gericht. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber. Von dem her lassen wir es jetzt einfach mal so stehen, dass man uns als Konkurrentin anspricht. Aber gut, also, man will mit uns zum Essen gehen auf neutralem Grund, ist schön. Nehme an, dass sie auch deshalb den Markt in den USA erobern wollen, um mehr über ihren Vater zu erfahren. Ja, man kann uns versichern, seit er vor 3 Jahren unter unglücklichen Umständen bei Katuro ausschied, wurde er nicht mehr gesehen, naja. Wäre er noch in den USA, dann wüssten wir es. Ich würde mich freuen, Sie endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Wie wäre es nächsten Samstag? Ja, da habe ich natürlich Zeit. Da gibt es ein sehr nettes französisches Restaurant, nicht allzu weit weg, vom Lincoln Memorial. Naja, mit respektvollen Grüßen, Carlo Catturato. Sehr schön. Okay. Amerikanische Verwandtschaft. Um vor Katuros Pizza sicher zu sein, musst du sie aus ihrem Heimatmarkt verdrängen. Es wird ein harter Kampf. Er ist erst vorbei, wenn das letzte Katura-Restaurant in unseren Besitz übergegangen ist. So, und die haben ja einiges am Start. So wie es aussieht. Pause. Okay. So. Gucken wir mal. Also, der hat hier eine Bude. Da steppt der Bär. Der hat hier eine Bude, da steppt auch der Bär. Der hat hier eine Bude, wo der Bär steppt. Okay, also der hat hier offenbar bloß alles angemietet und sonst nichts gemacht. Aha, was ist denn das? Ah, die Oper. Okay. Naja, warum nicht, gell? Was hätten wir hier? Also Apartment, okay, na gut. Also dann. Hier haben wir noch einen Laden. Ja, da ist auch nichts los, gell? Nö. Also der hat wirklich bloß Läden angemietet. Auch interessant, ne? Haben wir eine Kirche? Okay, also alles klar. Dann würde ich sagen, wir schauen mal nach einem guten Standort. Wir brauchen 4 Restaurants. Okay. Abkaufen ist wahrscheinlich nicht, gell? Dass wir sagen, komm, wir kaufen den Laden ab. Nö, mit Sicherheit nicht. Also müssen wir schauen, wo wir bleiben. Wir hätten hier eins. Hätte den charmanten Vorteil, dass hier direkt der Markt ist, also da muss ich wahrscheinlich kein Lager anmieten. Und hier ist vermutlich auch relativ guter Publikumsverkehr, wenn ich mir das so anschaue, was hier potenziell möglich ist. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns das gleich, ne? Zack, Dirk Lindens, oh Gott, okay, warum nicht? Also, Dirk Lindens, dann brauchen wir erstmal unseren Architekten. Werden wie, na, das machen wir nicht, wie nicht, wir ändern den Grundriss, ne? Genau, wir wollen unseren allseits geliebten und bewährten Grundriss haben. Da machen wir das Lager, da machen wir den Speisesaal und da machen wir die Küche. Wunderbar. Okay. So, da waren die Bonzen, meine ich, am Start. Ne, die Bonzen. So, es gab übrigens ein kleines Update. Man sieht hier jetzt auch solche lustigen Regler, wie die genau funktionieren. Ich schätze, das ist so die Preisspanne, zwischen der man sich bewegen muss. Tippe ich jetzt mal. Ne? Es hat sich hier auch das... Die Preise haben sich da wohl ein bisschen verändert, warum man hier bis $110 geht, aber gut. Ich habe jetzt die Patchnotes nicht im Kopf, muss ich gestehen. Okay, also die wollen klassisch
die Herrschaften, da wären die Gruftis auch noch mit dabei. Die Touristen wären da so semi-begeistert. Also würde ich sagen, wir machen ja klassisch. Il Classico. So, klassisch. Kostet gleich mal 2000. Das ist natürlich wieder ein flotter Preis. Aber ist okay. Wenn es einer hat. Dann wir, ne? Der gute alte Spruch. Wenn es einer hat, dann sind wir das. Noch. Sprach er und ging pleite. Tja. Das kann natürlich passieren. Oh ja, wie hast du wieder sauber verklickt, du alte Nulpe. So, okay, aber ist ja kein Problem. Schnell umgestellt. Jetzt speichert das Spiel in dem Moment, wo ich den Stuhl umstellen will. Wo kommen wir denn da hin? Na gut, so, hier haben wir ein paar neue Objekte, so wie es aussieht. Einen klassischen Teppich, ja, das ist ja wunderbar. Hier können sie gleich die Schüchen abstreifen, wenn sie hier reinwackeln. Was haben wir da? Eine Dartscheibe. Oh, schön. Habe ich auch lange gespielt selber. Dart. E-Dart und auch Steel-Dart. Vor 9 Jahren habe ich dann aufgehört. Wenn mir das zu viel Zeit gekostet hat. Ein Grammophon. Oh, schick, schick, schick. Eine klassische Lampe. Ja, mei, warum nicht, gell? Fühlt man sich gleich wie bei Großmutter zu Hause im Wohnzimmer. Ach, ist das schön. Was hätten wir da noch? Eine Menükarte, klassisch. Genau, da wissen die Herrschaft noch gleich, was es Schönes, Leckeres zu essen gibt bei uns. Ach, ist das nett. Oh, ein Klavier, Freunde. Wir brauchen unbedingt ein Klavier. Ah, schön. Ich weiß, das bringt uns alles nichts. Aber hey, warum nicht mal so auf die Kacke hauen? Ne? Warum nicht mal einen raushauen? Und einen schönen Raumteiler. Oh, genau, hier, wir teilen das Klavier mal so ein bisschen ab. Ah, wunderbar. Na gut, okay, ist noch genug Geld rausgedübelt? Nein, stimmt gar nicht. Haubi hat wieder Probleme. Haubi hat wieder vergessen. Einen Ofen. Ah, schau mal hier, das ist auch neu. Lagerkapazität, ne? Genau. Haubi hat wieder vergessen, einen Ofen reinzumachen. Ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Oh, was haben wir denn hier für Probleme? Der Stuhl steht nicht richtig. Na? Aber jetzt, wie konnte das nur passieren? Klassisch. Einfach klassisch. Oh, der sieht ja schick aus, der neue Ofen hier, ne? Der sieht ja schick aus. Okay, ja, einer wird reichen, denke ich. So, eine Überwachungskamera ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Gleich mal hier so auf Nummer sicher gehen, dass da nicht wieder irgendein Depp meint, er könnte hier rumstenkern bei uns. Okay, also jetzt ist gut, ne? Jawohl. Okay, also hier ist das Lager. Durchschnittsqualitäten zur Zutaten ist schlecht. Es können bei vollem Lager nur wenige Pizzen gebacken werden. Ja, das wird jetzt auch angezeigt, aber nachdem wir hier momentan noch gar nichts haben, was ist das hier? Ach, das kann ich einblenden. Okay, gut, schön. Nachdem wir noch gar keine Pizzen auf der Speisekarte haben, ist, glaube ich, diese Information nicht allzu viel wert. Na schön, so. Bla bla bla, ja, also wir sollen 4 Restaurants aufmachen und wir haben Schwierigkeiten. Ja, das ist toll, wenn das da dran steht. Oh, wir haben Schwierigkeiten. Oh, Gemeinschaftsgeist haben wir nicht gesetzt. Ja, das ist natürlich schlecht. Also pass auf, wir machen. Das machen wir zum Schluss, ne? Erst mal gucken, was wir denn hier überhaupt. Ja, was ist denn jetzt mit dem scheiß Möbel schon wieder hier los? Warum steht das immer? Alter Falter, was hat der für Probleme hier mit dem blöden Möbel? Jetzt schmeiß ich das Ding gleich weg, du. Ist das, weil die blöde Lampe im Weg steht vielleicht, hä? Ist jetzt besser? Kommst du jetzt hin? Kannst du jetzt da vorbeilaufen? War die Lampe das Problem? Ne? Nein, die Lampe ist nicht das Problem. Er hat irgendein anderes Problem. Was hat er bloß für Probleme? Ich lasse jetzt mal die Zeit laufen. Okay. Scheint dir nicht zu interessieren, dass ich die Zeit laufen lasse. Ich verstehe nicht, warum der Stuhl wackelt. Dann stelle ich die Lampe woanders hin. Verstehst? Dann stelle ich die Lampe hier hin. Gerade aus Protest. Ich hoffe nicht, dass es die Lampe ist. Okay, pass auf, machen wir anders. Wir tauschen einfach. So, der Stuhl ist bestimmt kaputt, deswegen wackelt er. Das ist ein Wackelstuhl. Nein, ist nicht. Verdammt. Was soll die Scheiße hier, du? Was ist los? Hm? Was ist hier los? Spiel? Okay. Ich bin ja einer von der Sorte, der sagt, wenn er was nicht versteht, dann beseitigt er das Problem. Der Stuhl ist kaputt. Ich glaube, der Stuhl ist kaputt.
Ist was? Piu. Verkaufen. Wie kann ich das blöde Ding verkaufen? Hm? Wie kann ich dieses Ding verkaufen? Sagen wir das mal einer. Geh weg. Ach, hier. Genau, stimmt, da war was. Das kann ich hier machen. Ich habe gerade echt überlegen müssen, wo kann ich das scheiß Ding verkaufen? Okay, also. Ich weiß, der steht schlecht. Na gut, okay, ihr habt mich überredet. Ich stelle ihn um. Dass ihr Ruhe habt, okay? Sind wir jetzt... Sind wir jetzt Freunde, wollte ich sagen. Nein, sind wir nicht. Spiel? Du willst doch nicht, dass ich einen Tobsuchtsanfall kriege und ausfallen werde und hier anfangen will zu schreien? Nein, okay, gut. Also, Spiel hat Einsehen. Naja. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich mal wieder Pizzen backen. Oh Gott, wie hat mir das gefehlt? Wie hat mir das gefehlt? Auch hier haben sie da irgendwas, glaube ich, gepatcht, ne? Irgendwas haben sie da gepatcht, meine ich. Wo ich das Changelog überflogen bin, stand irgendwas, dass sie hier was geändert haben. Aber ich, wie gesagt, man möge mir das verzeihen, ich habe es echt nur überflogen. Käse, Gemüse, Vielfalt. Käse, Gemüse. Okay, also pass auf. Pizza, Los Bonzos. Käse, Gemüse. Wir hauen... Mozzarella. Eine Mozzarella. Mach eine dicke Mozzarella. Fein. Eine dicke Mozzarella auf unsere Pizza. So, Käse. Kommen wir noch mit Ricotta. Mit ein bisschen Ricotta. Machen wir eine kleine Ricotta. Sehr schön. Und weil es überhaupt nicht dazu passt, noch ein bisschen Edamer meine ich natürlich. Sieht lustig aus, schmeckt bestimmt total bescheuert. Aber macht ja nichts. Ich mag die Zutaten auf der Pizza nicht. Was? Bist du doof? Wir sind bei Käse, Bonze. Du magst Käse, glaub mir. Du hast mir gesagt, dass du Käse magst. Schau mal hier, Käse. Gemüse. Okay, vielleicht mögen sie den Käse nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir auch egal hier jetzt, verstehst du? Was wollten sie noch? Ich muss mich echt mal mehr konzentrieren hier. Gemüse, okay. Tomaten oder machen wir Paprika. Ich glaube, Paprika haben sie gemocht, gell? 1, 2, 3, 4, 5. Zutaten sind okay. So, dann machen wir noch eine kleine Paprika auf der Mozzarella. Sehr gut. Dann machen wir noch ein bisschen Olive. Nochmal ebenfalls hier in leicht homöopathischer Dosis verteilen. Und vielleicht, wenn wir es können... In die Mitte. Noch drei lustige Oliven und eine ganz große Olive. Perfekte Belagmenge, sehr schön. Gewürze. Na, Gewürze wollen sie auch. Ja, geht so. Geht so. Gewürze ist so, geht so, ne? Also so ein kleines Gewürz muss schon sein, finde ich. So einen dicken Knoblauch zum Beispiel. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, so ein ganz kleines bisschen Knoblauch muss schon dazu. Und so ein kleines bisschen Oregano kann ruhig auch mit dazu. So, okay. Also, wie finden wir das? Die Bonzen, naja, die Arbeiter schon. Und ich meine, das ist ja... Oh, das ist ja ein bisschen zu teuer, ne? Ist okay. Na so, 250%, ich kann mir die Pizza leisten. Ja, das ist so ein kleines Geld, hätte ich gesagt, oder? Da kommen wir schon mal so... So 29, so, ja. Wir sind in Amerika, wir bezahlen in Euro, ne? Also das ist gar kein Thema. Ja, ich finde das kann man da schon mal nehmen. Pizza? Bonzo Brutale, genau. Bonzo Brutale. Sehr schön. Das wird gleich mal gespeichert hier, zack. Ah, wunderbar. Was hab ich? Ich hab doch gespeichert. Bist du doof? Ich hab doch den Scheiß gespeichert. Was hat er denn jetzt für Probleme? Leute, ich hab doch gespeichert. Hier, schau mal. Speichern. Wurde gespeichert, ist im Menü. Ja, danke. Jetzt gehe ich hier raus und dann... Okay, jetzt. Ich hab schon gedacht, was hat er denn für Probleme? Warum jammert er denn rum? Der Kollege. Hier, pass mal auf. Bonzo Brutale. Oh. Man erhebe sich. Lege die rechte Hand auf die Brust. Starre... In den Himmel.
Wie patriotisch. Unglaublich. Unglaublich. So. Okay. Ja, hier hat sich jetzt was verändert mit dem letzten Patch. Man sieht hier, wie viele Pizzen dieser Art, also dieser Bonzo Brutale, wir aktuell produzieren können. Null, weil wir nichts im Lager haben. Wir könnten maximal 88 produzieren, wenn das Lager voll ist. Diese Zahl wird sich vermutlich reduzieren, wenn weitere Pizzen hier reinkommen, und dann teilen die sich natürlich den Lagerplatz. Also so würde ich das jetzt einmal interpretieren. Okay, also die Bonzen und die Arbeiter. Aber du wirst sagen, da brauchen wir noch eine, brauchen wir noch, oder? Also bestimmt brauchen wir da noch eine Pizza. Pass auf, wir brauchen noch die Touristo. Der gute alte Tourist. Okay, Käse, Gewürze. Na gut, Käse haben wir ja schon. Ne? Also da können wir noch ein bisschen was draufdübeln vom Käse. Haben wir schließlich den guten alten Mozzarella. Lieblos klatschen wir den in die Mitte. Den Ricotta verteilen wir auch ein bisschen. Zack, perfekte Belagmenge. Das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Aber na gut. Knoblauch kommt natürlich auch mit drauf. Ist ja logisch. Preis ist okay. Ja, jammer halt rum, verstehst. Oregano kommt natürlich auch mit drauf. Pizza ist mir zu teuer, hör auf zu weinen. Du bist Tourist, du hast Geld, verstehst? Der Touri hat doch Geld. Der Preis ist okay. Na gut. Arbeiter, Studenten, Teenager, die Touristen finden es doof. Ich verstehe es gleich gar nicht. Wieso denn? Was habt ihr für Probleme hier? Bösen Touristen. Gewürze, Käse, Fleisch. Ja, nur Fleisch brauchen wir doch. Natürlich, Fleisch. Ne? Touristen fängt man mit Speck. Nein. Oder doch, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr nur einen kleinen Speck drauf machen? Ja, wobei, so klein muss er gar nicht sein, ne? Vielleicht hier noch so ein kleines Gedöns. Die Arbeiter finden es klasse. Das ist ja echt lustig. Ich mache eine Pizza für Arbeiter, obwohl ich die eigentlich die Touristen wollte. Aber, na gut. Okay. Dann machen wir hier Pizza Fake Touristo. Ne? Es ist eigentlich eine Touristenpizza, aber die Arbeiter mögen es. Also deswegen heißt das Ding Fake Touristo. Ich finde, das ist eine sehr kreative Namensgebung. Da sollte man mich ruhig mal loben für. Ja, wunderbar. Sehr schön. Na schauen, schon teilen die sich das. Ach, Achtung, man erhebe sich. Lege die rechte Hand auf die Brust. Und starre sinnlos in den Himmel. Patriotismus ist was Tolles, oder? Sowas. Na dann. Okay. Wir brauchen neue Leute. Sehr gut. Ja, das mit dem Ausbilden hat es, glaube ich, noch nicht ins Spiel geschafft, ne? Was wir ja ursprünglich mal angekündigt haben, so als weiteres Update. Aber nein. Es hat es noch nicht geschafft. Naja. Was soll's. Nicht so schlimm. Und diese Musik, ja. Ihr habt das ja auch geschrieben, ne? Die Musik. Di-di-di-di-di-di-di-di. Tja. Wunderbar. Halt. So rum. Zack, genau. Na, wenn das Restaurant nicht der Hit wird, werte Freunde, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Okay. So, vielleicht brauchen wir noch ein paar, die ein bisschen billiger sind. So, Hauptsache freundlich und billig. Nicht so viel kosten. So, okay, dann brauchen wir noch unsere Kollegen, die schön das Lager auffüllen. Das wäre in diesem Fall sehr hilfreich. Gut, der Weg ist kurz. Das wissen wir. Ah, ja, ja. Ne, zur Markthalle, da kriegt man ja, meine ich, auch bloß immer so Durchschnittsqualität, ne, in der Markthalle. Na gut, so, Freunde, ich glaube, wir können aufmachen. Checkliste läuft bei uns. Okay, Leute sind eingestellt. Nichts im Lager, yep, das ist klar. Hier ist alles gut. Maskottchen brauchen wir nicht, nee.
Was ist das hier? Achso, das ist für die Roller, genau, für den Lieferservice brauchen wir nicht. Und Ganoven brauchen wir momentan auch nicht. So, schau, da kommen schon die ersten Opfer. So, und da düstert los. Susan Matthews. Jawohl. Sehr gut, ist gerade grün geworden, hervorragend. So, der jammert, ich hab keine Zutaten. So, und 90 Kilo Zutaten. Aber wird schon weniger. Und jetzt sieht man hier auch die Geduld. Das ist ebenfalls neu hinzugekommen mit dem letzten Patch. Ne, man sieht die Geduld der Leute. War sehr gut. Die Wartezeit war nicht so gut und die Pizza lag mir auch schwer im Magen und auf der Zunge. Und da war so viel Käse drauf, ne? Egal, war trotzdem toll. Na gut, ja, ich gebe zu, die Pizza war scheiße, aber ne, was willst du machen? Die Pizza war einfach schlecht. Wir machen nochmal eine, komm, was soll's. Wenn wir schon dabei sind, ist doch wurscht. Machen wir nochmal eine. Für die Studenten vielleicht, oder? Studenten? Käse, Gewürze, Fleisch. Okay, pass auf. Käse, Gewürze, Fleisch. Fleisch schon mal. Speck haben wir da. Machen wir hier einmal, zweimal, dreimal. Dann machen wir ein bisschen Paprika-Gedöns. Einmal, zweimal, dreimal. Kleines Olivos. Eins, zwei, drei. Muss ich wieder schauen. Studenten, Käse, Gewürze, Fleisch. Okay. Dann haben wir ein Knoblauch drauf. Okay, dann haben wir ein Oregano drauf. Na, wer möchte diese leckere Pizza nicht essen? Mal ganz ehrlich, also ich finde die sehr, sehr gelungen. Was fehlt noch? Tomato? Ne, Tomato wollte ich eigentlich nicht drauf machen, ne? Gruftis, Teenager, Studenten, naja, geht so, ne? Noch nicht so viel Belag. Belagmenge ist okay. Ne, müsste noch ein kleines bisschen muss noch drauf, glaube ich. Komm, wir machen noch einen kleinen Stern. Okay, Stern sieht anders aus, ich weiß. Es war ein sehr merkwürdiger Stern. Ja. Ich glaube, so viele Olivensterne kann ich gar nicht drauf machen, dass die mal zufrieden sind hier. Hallo, Belagmenge ist doch super. Jetzt rahme ich es noch ein. Sieht total übel aus. Perfekte Belagmenge. Jetzt sind sie zufrieden. Sieht echt schwierig aus. Ich würde diese Pizza niemals essen, aber ne, offenbar kommt es gut an. Pizza ist mir zu teuer. Ich bin armer Student, habe kein BAföG und gar nichts. Okay, machen wir hier einen flotten 180%. Ne? Machen wir Pizza Stupido. Genau, Stupido für Student. Stupidiert. Da hat jemand stupidiert an der Akademie. Ich hab's definitiv nicht. Das merkt man, denke ich, auch. Aber macht ja nichts, ne? Oder ist der Tag schon vorbei, oder was? So was. Oh. Man erhebe sich, lege die rechte Hand auf die Brust und starre apathisch in den Himmel. Ah. Gefällt mir. Wunderbar. Na gut. So, Menükarte. Stupido, läuft bei uns, jawohl. Na, alles gut, wir haben es vor die Bonzen eingerichtet und die Gruftis gefällt die Speisekarte, also ich finde es äußerst hervorragend. Oh, der fand es auch gut, bis auf die komischen Zutaten, die waren äußerst beschissen. Hast ja kaum runtergebrachtes Zeug. Okay, also ich glaube die Qualität hier am Market ist natürlich nicht so toll, aber was soll's, es geht erst einmal darum Geld zu verdienen, ne? Das Lagerhaus füllt sich. Okay, dann würde ich sagen, wir geben ein bisschen Gas. Läuft, ne? Genau. Die werden hier fleißig bedient und spachteln hier unsere Zutaten weg. So, hallo, apropos Zutaten. Jawohl, da wird das Lager voll gemacht. Die haben auch, glaube ich, so ein bisschen die Optik verändert, ne?
Wenn man sich das so anschaut, ja, das sah früher ein bisschen anders aus, so ein bisschen lieblos sah das früher aus. Jetzt sieht es deutlich besser aus, finde ich. Jetzt wird hier nach einzelnen Zutaten unterschieden. Offenbar zuvor waren das nur solche farbigen Container. Also das gefällt mir schon besser jetzt. Doch, finde ich gut. Ah, der kann aber schnell essen. Hier schon mal absolut super. Einrichtung super, Service super. Wartedauer war nicht so super. Preis war gut. Ah, wunderbar. Ja, wir machen Geld, Leute. Wir machen Geld. Ja, spachtel mal ein bisschen schneller hier, da, verstehst? Wie fandest du das? Super war das aus. Also, Einrichtung, der ist schwer begeistert. Der kommt bestimmt wieder hier in der Clintons. Okay, Lager. Ja, passt. Schick. Absolut schick. Jetzt muss bloß noch das Geld kommen. Ne? Jetzt muss noch nicht die Kohle stimmen. Dingelingeling. Jawohl. Aha, da kommen die ganzen Bonzen alle zu uns. Aber warum das hier mit dem Stuhl nicht geklappt hat, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich waren die Bonzen zu dick, die können da gar nicht rein. Die passen da zu zweit gar nicht hin. Aber hier können sie sich auch zu zweit hinquetschen. Also warum zur Hölle hat das mit dem Stuhl nicht geklappt? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das Fenster hier ein Problem war. Ne? Weil das der einzige Platz ist an der Stelle mit dem Fenster. Der hier hat hier die Wand hinter sich, also vielleicht lag es am Fenster. Aber Freunde, wer denkt an sowas? Ne? Wer denkt an sowas? Wo zur Hölle? Was ist das hier? Nicht mehr benötigte Zutaten blockieren Lagerraum. Das tut's doch gar nicht. Achso. Das wurde dann angezeigt, wenn dem so wäre, wa? Ja, ja, genau. Okay. Also, es ist okay. Also, es scheint zu laufen. Ne? Wir schauen mal, was der Tag so gebracht hat. Bis die Abrechnung kommt. Und dann geht hoffentlich was. Da kommt die Abrechnung. So. Okay, da haben wir natürlich jetzt erstmal 30.000 draufgezahlt. Das lag aber daran, dass wir hier Gebäude ausbauen und Möbel, ne, den haben wir komplett wieder reingeholt. Oder fast wieder reingeholt, wenn man die Zutaten da mal abzieht. Das wird schon. Doch, doch, ich glaube, wir machen die schon ein kleines Geld. Ne? Ja, ja, war ganz nett. Ja, ja, ja. Also wir haben hier schon gewisse Reichweite. Doch, finde ich okay. Das finde ich okay. Hier oben wäre ein Lagerhaus. Ne, das mit der Qualität ist natürlich ein Problem, aber man könnte zur Not hier das Lagerhaus anmieten. Hier hätten wir den nächsten Laden hier unten. Brauchen wir hier ein Lagerhaus? Das, da oben wäre das nächste. Da müsste man sogar nicht mal über die Straße, sprich der gute alte Zebrastreifen. Allerdings ist die Frage, ist hier unten so viel los, gell? Naja, wobei hier am Stadion, na, natürlich ist da was los, aber hallo, ey. Da ist noch ein Lager. Da könnte... Oh, hier natürlich auch super, ne? Ja. Ah ja, schau an. Mhm. Naja. Ja gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt hier bei Pizza Connection 3. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und vergesst nicht immer aufrecht stehen, die Hand an die Brust und sinnlos in den Himmel starren. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.